Der mysteriöse Wert 1914 bestimmt, wie viel Geld du im Schadensfall für dein Haus bekommst. Dieser Wert ist besonders wichtig, wenn sich Baupreise und Löhne für dein Haus ständig ändern und du sicherstellen musst, dass du im Schadensfall nicht zu wenig Geld von der Versicherung bekommst. In diesem Video hier erkläre ich dir, was genau es mit diesem Wert auf sich hat und warum er für Hausbesitzer so wichtig ist. Am Ende des Videos erfährst du zudem, wie du mit diesem Wert deine Versicherungsprämie berechnen kannst. Kleiner Spoiler, auch im Jahr 2024 werden die Prämien leider wieder stark steigen. Du hast vielleicht schon mal vom Wert 1914 gehört und dich gefragt, was das genau bedeutet. Und nein, es geht dabei nicht um eine Fortsetzung der Netflix-Serie 1899. Auch wenn das zeitlich irgendwie ganz gut passen würde. Es handelt sich hierbei vielmehr um eine fiktive Zahl, die von der Versicherungswirtschaft geschaffen wurde, um jederzeit die richtige Versicherungssumme in der Wohngebäudeversicherung zu bestimmen. Es ist entscheidend, dass Versicherte bei einem Leistungsfall in der Wohngebäudeversicherung nicht zu kurz kommen. Und genau hier liegt die Herausforderung. Baupreise und Löhne ändern sich ständig, was bedeutet, dass die Kosten zum Beispiel für den Neubau eines Hauses von Jahr zu Jahr variieren können. Wenn deine Versicherungssumme also nicht Schritt hält, riskierst du, unterversichert zu sein. Dank des Wertes 1914 kann dir das zum Glück aber nicht passieren. Du fragst dich vielleicht, warum ausgerechnet der Wert von 1914? Nun, 1914 war ein ziemlich besonderes Jahr in Deutschland. Es war nämlich das letzte Jahr mit vor der Inflation stabilen Baupreisen und einer durch Gold gedeckten Währung. Das macht es zu einem perfekten Referenzjahr. Der Wert 1914 gibt uns also den Gebäudewert einer Immobilie in diesem Jahr ausgedrückt in Goldmark an. Und wenn wir diesen Wert mit dem aktuellen Baupreisindex kombinieren, können wir den Neubauwert eines Gebäudes für jedes beliebige Jahr herausfinden. Das ist der Grund, warum diese Methode oft auch als gleitende Neuwertversicherung bezeichnet wird. Aber wie berechnet man mit dem Wert von 1914 den aktuellen Neubauwert einer Immobilie für die Versicherung? Der Neubauwert gibt uns an, wie viel es kosten würde, eine komplett zerstörte Immobilie genauso wieder aufzubauen, wie sie vorher war. Dank des Wertes von 1914 müssen wir diese Summe nicht jedes Jahr neu anpassen. Und das Beste daran? Die Berechnung ist tatsächlich ziemlich einfach. Um den Neubauwert zu ermitteln, multiplizierst du den Wert von 1914, diesen findest du in der Regel auf dem Versicherungsschein deiner Wohngebäudeversicherung, mit dem aktuellen Baupreisindex und teilst das Ergebnis durch 100. Lass uns das an einem Beispiel mal kurz verdeutlichen. Mal angenommen, der Wert 1914 deiner Immobilie beträgt 2000 Goldmark und der Baupreisindex für das Jahr 2023 liegt bei 1961,4. Wenn du diese Zahlen in die Formel einsetzt, kommst du auf einen Neubauwert von 392.280 Euro. Der Baupreisindex wird jährlich vom Statistischen Bundesamt aktualisiert, basierend auf den neuesten Lohn- und Kostendaten. Dabei werden rund 200 verschiedene Faktoren berücksichtigt. Eine Liste des Baupreisindex von 2000 bis heute findest du übrigens auf unserer Webseite. Einfach Wert 1914 Versicherung mit Kopf bei Google eingeben. Du wirst staunen, wie stark diese Werte gestiegen sind. Und auch für das Jahr 2024 wird mit einem erneuten starken Anstieg gerechnet. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man überhaupt auf diesen Wert von 1914? Wenn du schon mal einen Blick auf einen alten Versicherungsschein geworfen hast, dann ist dir vielleicht der Wert 1914 schon direkt aufgefallen. Dieser Wert ist oft dort verzeichnet, wenn das Gebäude bereits zuvor versichert war. Aber was, wenn es sich um einen Neubau handelt und das Gebäude bisher gar nicht versichert war? In solchen Fällen kommt ein Fragebogen des Versicherers ins Spiel. Dieser Fragebogen berücksichtigt verschiedene Aspekte deines Gebäudes, wie zum Beispiel die folgenden. Die Gebäudeart, zum Beispiel Einfamilienhaus oder Doppelhaus. Das Baujahr. Die Bauartklasse. Die Art des Dachgeschosses. Wurde es zum Beispiel ausgebaut oder nicht? Die Art der Unterkellerung. Die Geschossanzahl, die Flächenangaben, die Anzahl der Wohneinheiten von Nebengebäuden, zum Beispiel Garage oder Gartenhäuser und besondere Ausstattung, die den Immobilienwert erhöhen. Wenn du Schwierigkeiten beim Ausfüllen dieses Fragebogens hast, keine Sorge.
Dein Versicherer steht dir zur Seite und hilft dir gerne beim Ausfüllen. Aber hier ist noch etwas Wichtiges zu beachten. Der Wert 1914 ist zwar oft eine konstante Größe, aber diese kann sich ändern. Wenn du beispielsweise Renovierungen oder Umbauten an deinem Haus vornimmst, wie das Einbauen einer Wärmepumpe oder das Ersetzen alter Fenster durch neue dreifach verglaste Fenster, dann ändert sich auch der Wert 1914. Daher ist es entscheidend, solche Veränderungen immer deinem Versicherer mitzuteilen. Andernfalls könntest du riskieren, im Schadensfall trotz des Wertes 1914 unterversichert zu sein. Wärmepumpe ist übrigens ein sehr gutes Stichwort. Denn diese wurde in letzter Zeit vermehrt gestohlen und nicht immer hat die Versicherung geleistet. Ausführliche Informationen dazu, die für wirklich alle Wärmepumpenbesitzer relevant sind, findest du hier oben im verlinkten Video. Wenn du dich fragst, wie der Beitrag für deine Wohngebäudeversicherung berechnet wird, dann jetzt am besten nochmal gut aufpassen. Der Wert 1914 und der Baupreisindex sind zwar Schlüsselkomponenten, um den Neubauwert deiner Immobilie zu bestimmen, aber sie allein reichen nicht aus, um den tatsächlichen Beitrag für die Versicherung zu berechnen. Hier kommt der sogenannte Anpassungsfaktor ins Spiel. Im Jahr 2023 liegt dieser Faktor bei 24,06, verglichen mit 20,97 im Jahr 2022. Das ist ein beachtlicher Anstieg von 14,74%. Das bedeutet auch, dass der Jahresbeitrag für deine Wohngebäudeversicherung entsprechend angestiegen ist. Auch 2024 steigt der Anpassungsfaktor wieder stark an, nämlich um 7,5%. Das ist zwar im Vergleich zum Vorjahr nur noch etwa die Hälfte, im Vergleich zum langjährigen Mittel von rund 4,3%, aber trotzdem eine beachtliche Steigerung. Aber Achtung, trotz dieser Beitragserhöhung hast du kein außerordentliches Kündigungsrecht. Um den genauen Beitrag für deine Wohngebäudeversicherung zu ermitteln, musst du den Beitrag der Versicherung im Wert 1914, und hier sprechen wir über den Beitrag, nicht den Wert des Hauses selbst, mit diesem Anpassungsfaktor multiplizieren. So erhältst du den tatsächlichen Beitrag, den du für deine Wohngebäudeversicherung zahlen musst. Wenn du jetzt noch weitere Informationen zur Wohngebäudeversicherung haben möchtest, solltest du dir unbedingt mein hier verlinktes Video noch anschauen.